Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Baustellen-Vlog. Ja, ich habe hier so ein Stück, wie soll ich sagen, der Estrich endet ja hier und da geht es raus, da ist noch ein altes Stück, ja, Mauer, Fundament, keine Ahnung. Und das gilt es jetzt auszugleichen, ja. Ja, Randdämmstreifen, ne, das ist ja dieses Ding hier, der ist eigentlich hier drin gewesen. Der soll ja der Entkopplung dienen, also sozusagen, dass der Boden nicht mit dem Rest vom Gebäude verbunden ist, weil unten drunter ist ja Styropor. Ja, da ist sozusagen die Isolation gegeben. Jetzt gucke ich hier gerade, aber das sieht eigentlich ja gut, ihr könnt das auf der Kamera nicht so sehen. Hier dürfen keine Steine zwischen sein. Also diese beiden Elemente, also Außenmauer und Estrich, deswegen heißt es ja auch schwimmender Estrich, der muss halt schwimmen. Also der darf nirgendwo anecken. Und dafür ist dieser Randdämmstreifen. Normalerweise schneidet man den bündig ab, nachdem man den Boden gelegt hat. Ja, also das ist jetzt natürlich ärgerlich. Und jetzt muss ich dieses Stück noch ausgleichen. Ne? Wie man sieht, das ist zu überwinden, weil wenn wir jetzt hier den Boden drauflegen, dann ist das natürlich ein bisschen ungünstig. So. Und um dahin zu kommen, möchte ich jetzt erstmal diesen Randdämmstreif wieder ein. Das probieren wir jetzt einfach mal. Aber ich habe mir jetzt schon mal so ein Stück hier zurechtgeschnitten. Aber damit das hier nicht reinläuft, also weil jetzt sind ja hier so zwei solche schönen Löcher entstanden. Ne, also hier, da passt, kann ich locker zwei Finger reinstecken in die Löcher. Deswegen werde ich jetzt diese Löcher erstmal ausspritzen. Werde ich jetzt sehr fachmännisch mit Acryl machen. Ne, also Acryl ist ja das Mittel der Wahl. Ich dichte das jetzt alles einmal hier ab. So, das ist jetzt schon mal erledigt. Jetzt haben wir hier den Rand der Streifen und jetzt brauchen wir eigentlich hier auch noch mal einen. Vielleicht schlagen jetzt andere Leute die Hände über dem Kopf. Aber am Ende muss das funktionieren. So, das Traurige dabei ist jetzt, ich habe ja einen richtig geilen Profisauger. Ich habe so keinen Bock, den zu holen, weil der so riesig ist. Beziehungsweise ich brauche den eigentlich gleich wieder oben und nur für einmal habe ich jetzt keine Lust, hinzuschleppen. Dann morgen. Neuer Tag, neues Glück und neues Equipment. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier so läuft. Vor allen Dingen auch, ob meine Kamera mich verfolgt. Es funktioniert, Tatsache. Mein neues Kehrblech und zwar ohne Kehrblech. Also nur der Besen. Ich bin mal gespannt. Würde sagen, das hat doch schon mal gut geklappt. Muss ich erstmal, denke ich mal, alles ein bisschen einspielen hier. Teures Spielgerät hier wieder. Jetzt werden wir die Stelle erstmal grundieren, damit das auch vernünftig haftet, weil da kommt jetzt Ausgleichsmasse drauf. Weiter geht's mit dem weirdesten Flex überhaupt. So, das ist die Absaugung. So, das Zeug hat jetzt so eine Konsistenz wie nach so einer Magen-Darm-Erkrankung. Jetzt habe ich ja hier meinen Laser. Den werde ich mir auch mal schön einrichten. Danach nehme ich mal Maß. Ich gehe jetzt nicht genau auf die Kante, sondern ein Stückchen weiter vorher. Dann stellen wir den mal hier auf 1 Meter ein. Jetzt ist der Laser auf 1 Meter eingestellt. Und jetzt gehe ich hier gleich mal, wenn das Zeug hier drauf fließt, messe ich zwischendurch mal die Höhe. Dann weiß ich, ich muss ja auch wieder auf 1 Meter kommen, dass ich hier die richtige Höhe erreicht habe. Also ungefähr 2 Zentimeter muss ich hier auffüllen, wie man sieht. Ja, man kann das hier wirklich so gut wie auf einen Millimeter festlegen mit der Höhe. Ich würde sagen, das ist jetzt perfekt. Und bei Estrich ist es halt so, man sagt, dass der Estrich schüsselt. Ja, wie so eine Schüssel geht der so hoch, wenn der trocknet an den Ecken. Ja, das ist so ein Phänomen, das haben mir die Estrichleger schon erklärt und das findet man auch im Internet. Ja, auf jeden Fall schüsselt der Estrich und deswegen habe ich einen Bereich vorher genommen, um
auf die richtige Höhe zu kommen. Und den Rest, diese Kante, die fräse ich dann hinterher weg. Da habe ich so eine Betonfräse. Die kann man dann so über den Boden fahren. Ja, wer die anderen Videos in der Zwischenzeit verfolgt hat, der hat schon gesehen, dass hier schon ein bisschen was passiert ist. Ich habe das hier natürlich das Ende vor mir hergeschoben, aber jetzt ist der Boden halt drin, ihr könnt es sehen. Und jetzt wird auch, denke ich mal, jedem klar, warum ich das ja ausgleichen wollte. Ich wollte, dass bis zur Tür eine einheitliche Fläche ist, ne? So, und das hat eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen. Das Einzige, und da bin ich mal gespannt auf euer Feedback, was man da machen kann. Und zwar habe ich ja jetzt hier noch eine Kante drin. Also zwischen dem Klickvinyl hier und der Schwelle hier. Und ich habe ja auch so ein bisschen das Problem, dass der so ein bisschen noch ja, hoch steht. Und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das fixieren soll. Ich finde das eigentlich immer hässlich, diese Leisten da zu nehmen mit Schrauben drin. Ich würde gerne immer auf diese Schrauben verzichten. Oder weiß ich nicht, was man da machen kann. Ansonsten hätte ich irgendwie so eine Silikon-Dehnungsfuge reinmachen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man das jetzt am besten löst. Ja, aber alles in allem bin ich sehr zufrieden, dass wir hier eine glatte Oberfläche bekommen haben und dass das Ergebnis ganz gut geworden ist, dass da keine Kante ist. Ja, das war mir ganz wichtig. Und das mit dem Übergang, das kriegen wir auch irgendwie noch geregelt. Ja. Aber ich denke mal, ich kriege ja von euch auch mal sehr gute Tipps, muss ich sagen. Deshalb bin ich mal gespannt, was ihr da so zu berichten habt, wie ihr sowas angehen würdet. Weil ja, ne, eine Leiste kann ich da jetzt schlecht vor, also eine Fußleiste kann ich ja schlecht davor machen vor die Tür, wird man ja drüber stolpern. Von daher wird da wahrscheinlich so eine, ja, so ein Profil, ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht auf die, so ein Übergangsprofil, wird da wahrscheinlich am besten ja, Sinn ergeben. Mal gucken, ja. So. Ihr habt jetzt quasi gesehen, wie das Endergebnis hier aussieht. Der Boden ist drin in der Küche. Ja, wie immer bin ich natürlich auf euer Feedback gespannt und hinterlasst mir doch auch gerne mal einen Kommentar, was ihr sehen möchtet. Weil klar, ich mache meine Videos ja nicht mit dem Hintergedanken, Hauptsache, das sehen viele, ja, weil ich möchte eigentlich die Sachen, die ich sowieso erkläre, weil mich halt Leute danach fragen, die möchte ich natürlich nicht 100-mal erklären müssen. Und so habe ich halt die Videos. Aber natürlich ist es, also sind wir mal ehrlich, ist es schon für jemanden ein Unterschied, wenn man ein Video macht und es sehen 1000 Leute, als wenn man ein Video macht, was richtig viel Arbeit macht, ja? Und das sind diese Baustellen-Vlogs, die sind halt für mich immer richtig viel Arbeit. Und wenn das dann zum Beispiel nur so 100 oder 200 Leute gucken, dann ja, frage ich mich natürlich, ob das in einem Zusammenhang, also in Relation steht mit der Arbeit, ne? Weil wenn ihr mal guckt, dieses Video mit den Grünen, ne? Also ich habe ja ein Video gemacht zu dem Wahlprogramm der Grünen, ganz billiges Video, einfach im Auto aufgenommen, als ich meinen Sohn von der Tagesmutter abgeholt habe. Ja, ich weiß auch nicht, das hat sich jetzt innerhalb kürzester Zeit, haben sich das jetzt, Stand jetzt, 1600 Leute angeguckt. Das ist für meinen Kanal relativ viel. Ja, und es hat mich null Arbeit gekostet eigentlich, ja. Außer natürlich die Nerven, über die Grünen zu sprechen und nachzudenken. Und so ein Baustellenblock ist halt mega viel Arbeit. Aber natürlich, klar, wenn der ein oder andere Tipp dadurch zustande kommt, dann freue ich mich natürlich auch. Aber ich freue mich natürlich auch immer über Feedback von euch zu erfahren, was ihr denn eigentlich gerne so sehen möchtet. Ja, dass ich so ein bisschen auch darauf eingehen kann. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich auch weiter die Sachen machen, die mir Spaß machen. Und die Sachen, die mir weniger Spaß machen, die werde ich wahrscheinlich nicht so oft machen. Ja, also, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.